Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, mitten im Sommer, es ist total heiß im Schlafzimmer. Man findet einfach keine Ruhe, kann nicht einschlafen. Wenn man so eine Klimaanlage hat, kann man sich glücklich schätzen. Damit kriegt man den Raum angenehm runtergekühlt. Allerdings sind die, wenn es heiß wird, auch immer überall ausverkauft. Ich kann euch gerne unten in der Videobeschreibung, schaut mal nach, verlinken, wo es noch welche gibt. Aber ihr müsst euch beeilen, auch die werden bald ausverkauft sein. Ja, was also machen, wenn ich keine Klimaanlage zur Hand habe und ich habe gefühlt 36 Grad und noch viel mehr im Schlafzimmer, wie kann ich trotzdem gut schlafen? Und das möchte ich euch jetzt hier in meinem Video mit einem ganz einfachen Trick einfach mal zeigen. Der Trick ist ganz einfach, ihr braucht kaltes Wasser, ein paar Socken und die macht ihr jetzt einmal richtig schön nass. Wer den Effekt noch verstärken will, kann sich übrigens die Socken auch nass machen und sie für kurze Zeit ins Gefrierfach legen. Einmal richtig schön feucht machen, so, ausbringen, jetzt entweder ins Gefrierfach oder direkt anziehen. Und bevor ihr ins Bett geht, zieht ihr die Socken einfach an. Ihr werdet sofort merken, dass das schön kühl an den Füßen wird und ihr darüber die Möglichkeit habt, ja, euch einfach wohler zu fühlen, gefühlt die ganze Körpertemperatur runterzukühlen. Die Umgebungswärme ist dann gar nicht mehr so tragisch oder so schlimm für euch. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, der Effekt lässt sich verstärken, wenn ihr die Socken noch kurz ins Gefrierfach packt. Schreibt mal unten rein in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Ich finde es wunderbar, möchte natürlich die Klimaanlage auch nicht missen. Sicher, ist ein Stromfresser, gar keine Frage. Mit den Socken kann man auch schon wirklich guten Effekt erreichen. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen und hilft euch durch die heißen Nächte. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Für weitere Tipps abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist auch kostenlos. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!